Sebero-Review. Wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Darkblend-Preis. Setup-Empfehlung, Funnel, Meerloch, wie ihr wollt. Wenn Funnel, wäre Setup-Empfehlung, aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. Jetzt haben wir den Klubnicker von Sebero. Das Ganze ist saftige Erdbeere, süße Erdbeere und den werden wir uns jetzt bauen. So sieht jetzt der fertige Kopfbau aus, wieder fluffig gebaut, über den Rand, auf Kontakt. Und ihr seht schon an der Waage, wir haben 2 gebaut. Ich denke aber, wenn ihr es drauf anlegt, könnt ihr auch 12,5 schaffen, hätten dann 2 Köpfe aus einer Packung raus. So, wir starten rein mit dem Klubnicker von Sebero, der süßen Erdbeere. Und ich muss sagen, das ist mit die beste Erdbeere, die ich je geraucht habe. Die ist auch einfach wirklich süß, aber trotzdem noch sehr authentisch für die Intensität, die er mitbringt. Er driftet nicht zu sehr ins Chemische ab, im Nachgeschmack vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber grundsätzlich ein absolut super Flavor und könnte ich sowohl pur rauchen als auch in Mischungen. Also jeder, der uns jemals erzählt hat, Erdbeere kann nicht intensiv sein, Lüge. Lüge. Einfach Lüge. Das ist wirklich schlicht und ergreifend die beste Erdbeere, die ich jemals geraucht habe. Für eine Erdbeere geisteskrank intensiv, nicht so intensiv wie manch anderer Sebero-Flavor, den wir bis jetzt hatten, aber für eine Erdbeere wirklich eine 10 von 10 an Intensität. Es ist eine super leckere Erdbeere, die am Anfang sehr natürlich rüberkommt, süß, aber natürlich. Und im Nachgang wird sie so ein kleines bisschen Süßigkeiten ähnlich, aber wow, was eine Erdbeere. Die beste Erdbeere, die es gibt, die ich jemals geraucht habe. Ja. Muss man wirklich sagen. Unfassbar lecker und wirklich authentisch auch so. Ne? Erdbeere kann halt schnell mal so chemisch werden und so weiter. Aber das ist wirklich, wirklich stark. Und aber ich würde auch mit eingehen. So das letzte oder das letzte bisschen ist so Candy. Mhm. Ne? So ein bisschen Candy. Ja. Aber für einen Erdbeerflavor unfassbar gut. Wirklich unfassbar gut. Ja. Starkes Ding. Ja. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.